Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und ratet mal, wo wir sind. Am Flughafen. Am Flughafen, genau. Denn einige von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben ja gepostet, dass wir auf die Malediven fliegen. Und die Reise geht jetzt los. Wir haben uns noch kurz leckere Getränke geholt. Ich trinke in Pinken. Ja. So muss das sein. Und wir haben auch zwei Zuschauer hier getroffen. Die sind extra für uns hier hingekommen. Total lieb. Und wollt ihr Hallo sagen? Hallo. Genau. Und jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen zusammen, bis wir gleich durch den Security-Check müssen. Und ich bin sehr aufgeregt, ja. Fest, Julian. Wie Grad haben wir bitte 100? Boah, es ist so heiß, oh mein Gott! Oh, ich bin so aufgeregt! So, wir sind jetzt in eine Lounge gebracht worden. Eigentlich ziemlich cool hier. Da hinten ist der Julian. Was auch immer er da tut. Und ja, wir warten jetzt, bis unser Wasserflugzeug zur Hotelinsel parat ist. Und dann geht's weiter. Mit so einem Flugzeug fliegen wir gleich. Wie krass ist das denn bitte, Mann? Und wir haben so ein geiles Hotelzimmer. Okay, passt mal auf. Hier kommt man rein. Erstmal das Bett. Ja, man steht praktisch im Schlafzimmer. Dann hier ist eine wunderschöne Couch. Dann sollen wir erst dahin gehen oder dahin? Ich weiß nicht. Okay, gehen wir hier rein. Dann haben wir eine eigene Terrasse mit eigenem Strandabschnitt und mehr. Ich freue mich wie so ein kleines Baby gerade, ohne Scheiß. Okay, dann kommt man hier hinten und das ist halt so Waschbecken und so. Wir haben einfach einen Pool hier. Das ist einfach unser Pool. Ich dich jetzt reinballern werde. Ne? Guck mal, dann haben wir so eine Open-Air-Dusche hier. Machen wir uns jetzt erstmal frisch und dann würde ich sagen, melden wir uns später wieder. Guck mal, wen wir hier haben. Direkt vor unserer Tür. Wie süß die sind. Wir erkunden gerade hier die Insel und der Julian hängt hier ein bisschen an der Palme ab. Die Bianca hat mich schon wieder auf die Palme gebracht. Ja, einfach mega schön hier. Wir haben auch schon schöne Fotos gemacht. Die werden wir dann auch die Tage posten. Und ja. Das ist so geil hier, ey. Wir freuen uns einfach so, dass wir hier sein können, wirklich. Man kann einfach einmal komplett um die Insel laufen, in einer halben Stunde oder so. Die ist ja nicht so groß. Und es gibt hier so viel zu entdecken. Tag auf die Malediven. Oha. Hallo meine Lieben und willkommen zu unserem zweiten Tag. Wir haben so krass verschlafen. Nach deutscher Zeit 10 Uhr, nach hier leider schon 2 Uhr. Aber guckt euch das traumhafte Wetter an. Wir haben uns gerade Schnorchel ausgeliehen. Natürlich in rosa. Umsonst. Umsonst, ja, sehr geil. Und wir gehen da jetzt schnorcheln, weil gestern Abend haben wir so viele Fische da hinten gesehen. Babyhaie gibt's da. Ja, und deswegen dachten wir, oh, das ist voll diese Gelegenheit nutzen wir jetzt. Also wünschen wir euch... Aber das hat bestimmt schon jemand anders im Mund. Stimmt! Okay, also bis dann. Da ist ein Restaurant einfach auf dem Wasser. Das ist so schön und vielleicht essen wir heute Abend noch drin mal gucken. Wir gehen jetzt an die Bar. Der Julian möchte sich nämlich eine Kokosnuss kaufen und mit einem Strohhalm da draus trinken. Da drin kann man heiraten. Wie geil ist das denn bitte? Angsana Resort und Spa. Das Geile ist ja, in der Rezeption liegt auch Sand. Krank, oder? Guck mal, wir kriegen jetzt gerade die Kokosnuss geschnitten. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ihr seid jetzt live dabei, wie wir das erste Mal aus einer ganz frischen Kokosnuss schlürfen. Geil. Schmeckt ein bisschen nach Blatt. Heute
heute ist einfach so ein richtiger Chiller-Tag. Ja, Julian, hier kann man es aushalten, oder? Bauchschmerzen von der Kokosnuss. Ich glaube, ich habe einen Liter Kokoswasser getrunken. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr hier und wir sind jetzt dann nochmal zum Buffet gegangen und sind schon am Nachtisch dran. Ich habe gerade mein Schokotörtchen und mir geht's blendend. Ja, mitten in der Nacht und ich gehe jetzt in den Pool. Wir haben jetzt den nächsten Morgen. Um 7 Uhr sind wir geweckt worden, weil es jetzt weiter geht, der Julian. Um 6:30 Uhr geweckt worden. Ja. Julian schleppt alles. Nein, sondern ich habe auch einen Koffer. So, und wir gehen jetzt zur Rezeption, checken aus und driven beziehungsweise fliegen ins nächste Hotel. Es ist hier eine Aufregung, ein Erlebnis nach dem nächsten, ich sage es euch. Jetzt geht's zur nächsten Insel. Ja, erst zum Flugzeug, zum Kampf und dann zur nächsten Insel. Fliegen wir zur nächsten Insel. Geh mal rein, die Steine sind so heiß. Ja, Inselwohnung. Inselwohnung. Ein wunderschönes Himmelbett mit direktem Blick aufs Meer. Zieht euch das einfach rein. Wir sind einfach genau einen Schritt vom Meer entfernt. Das ist so wunderschön. Dann haben wir da noch so einen Chill-Out-Bereich und direkt liegen zum Strand. Ich weiß aber nicht, ob man nicht so gut hört. Okay. Okay, wieder rein. Mega. Hier Ups. Ins Bad, das ist wieder offen und zwar werdet ihr es direkt erkennen, hier ist nämlich wieder der Pool, das heißt man kann auch andersrum gehen. Ja, Klo, Dusche haben wir da auch noch, dann hier sind die Waschbecken, die finde ich mega geil. Guck mal bitte, jetzt pass mal auf. Warte. Oha, Mann, wie schön. Und hier haben wir dann noch so eine offene Dusche und das war's, jetzt sind wir einmal durchgegangen. Oh Gott, ich könnte mir, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen. Im Moment haben wir einfach noch gar nichts eigentlich gemacht. Wir waren eben ein bisschen schnorcheln. Und es ist einfach so wunderschön hier. Das ist halt ein Hotel. Die achten halt voll auf die Umwelt und so. Und alle sind hier mega freundlich. Die haben hier eine Schildkrötenauffangstation. Und die füttern hier jetzt gleich, also was ähnliches wie Rochen. Da gehen wir hin und da werdet ihr natürlich dabei sein. Selbstverständlich. Und wir gehen gleich auch noch zu den Schildkröten. Ab zur Rochenfütterung. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, hast du das gefilmt? Because normally when they are small, their shell is very, very soft. Guck mal, ich habe einfach eine Babyschildkröte auf der Hand. Oh. Oh, die schläft einfach, die ne? Die ist 3 Wochen alt. Oh, die haben ja so eine Aufzuchtstation und lassen die nach 5 Monaten frei. Guten Morgen! Also, wir sind gestern nach der Zeit hier um 18 Uhr einfach mal richtig krass eingepennt, haben 5 Stunden geschlafen, also eigentlich eine komplette Nacht und sind um 0 Uhr oder so, ja, ungefähr aufgewacht wieder. Boah, das war einfach so ätzend. Dann hatten wir so Hunger, wollten frühstücken. Wir kommen gar nicht mit der Zeitverschiebung hier klar. Und jetzt sind wir noch zum Schnorcheln verabredet. Jetzt gehen wir einmal komplett um den Hausriff oder so schnorcheln. Da sollen wohl auch Haie sein und so. Ich bin so aufgeregt. Thank you.
ein bisschen rumspazieren gehen und irgendwelche coolen Plätzchen suchen, wo wir Fotos machen können. Ich möchte mal eine Banane. Meinst du, die sind schon reif? Ne? Nein, die sind grün. Aber es gibt auch so... Oha, sind die hart. Harte Bananas. Ja. Hier gibt es irgendwo so einen richtig coolen Steg, wo abends der Sonnenuntergang ist und bla 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 bla. Da gehen wir jetzt hin, oder? Wenn wir den finden. Ey, das ist so lustig. Wir sind jetzt einmal komplett um die Insel gelaufen. Und was gelaufen, schätzt du, wir gehen. Ja, was schätzt du, wie lange wir gebraucht haben, Julian? Nicht mehr als 10 Minuten. Ich schätze so 8 Minuten das ungefähr. Das ist so krass. Die ist so klein, aber irgendwie auch nicht klein. Julian, ich habe so einen Hunger. Das letzte Mal, wo wir was gegessen haben, war gestern Mittag um 12. Und jetzt haben wir den nächsten Tag 16 Uhr oder so. Über 24 Stunden gar nichts mehr gegessen. Außer wir haben natürlich die Minibar geplündert. Chips, Schokolade, das ist drin. Würdest du bitte meine Pizza öffnen? Gerne doch. Wir haben uns doch jetzt schon mal was Kleines bestellt. Weil wir das Mittagessen vergessen haben. Wir haben so einen Hunger. So, wir chillen jetzt hier ein bisschen im Bett ab. Wir gehen gleich um 18.30 Uhr. Oh, ich will vorher wieder die Rochenfütterung gucken. Gehen wir auf Sandbank. Wie nennt sich das? Sandbank-Dinner? Da werden wir auf so eine einsame Insel im Speedboot rausgefahren. Dann lassen die uns da eine Stunde oder zwei Stunden allein und dann essen wir da zum Mittag. Zu Abend. Und dann können wir da den Sonnenuntergang gucken. Und alles romantisch. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Und es stürmt. Die wollten eigentlich schon absagen, haben wir gesagt, nein! Auch im Sturm möchten wir da essen. Dann sind sie gleich weg und dann sind die so gerade weg, dann schwimmen wir also weg. Hilfe! Da ist unsere Sandbank. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Und wir haben Leute schon unser Essen vorbereitet. Wir sind jetzt gerade angekommen und guck mal. Da ist unser Tisch und da drum ist ein Herz. Und dann verdeckt das Herz. Ich würde mal sagen, das ist das Romantischste, was ich jemals gemacht habe. Reise, aber es geht sofort weiter mit dem zweiten Teil auf Julians Kanal. Da müsst ihr gleich auch unbedingt vorbeischauen, denn wir haben noch sehr, sehr, sehr viel erlebt. Aber an der Stelle wollen wir uns erstmal meinen Neckermann-Reisen, Thomas Cook und auch Condor bedanken, ja, die uns da super doll unterstützt haben und diesen Urlaub überhaupt erst möglich gemacht haben. Und bevor ihr jetzt sofort wegschaltet, genau, Julian, haben wir noch eine Verlosung für euch. Denn auf den Malediven haben wir euch ein super cooles Prada-Candy-Geschenkset geholt. Und dazu gibt es noch, ja, Julian, zeig. Ich wollte ihn nicht jetzt unterbrechen. Lip Balms gibt es noch. Die sind ziemlich cool. Ja. Die heißen Macaroons. Genau. So sieht's aus. Und ja, alles, was ihr für diese Verlosung tun müsst, ist einfach diesem Video einen Daumen nach oben geben, irgendeinen lieben Kommentar schreiben. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr Abonnent unserer Kanäle werdet. Und ja, dann nehmt ihr teil. Alles ist supidupi. Und jetzt ab zu Julians Kanal, ab auf zu Julians Nase. Video, hier zum zweiten Video. Und dann sehen wir uns gleich. Tschüss!